Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen Rosenwasser. Das könnt ihr verwenden für eure selbstgemachten Kosmetikprodukte, je nachdem. Rein theoretisch auch, wenn ihr Rosenwasser für eure Speisen verwenden möchtet, Desserts. Ja, was ihr braucht, sind Rosenblätter. Und da muss man natürlich aufpassen, jede Rosenblätterart funktioniert nicht so gut, weil ihr müsst doch schauen, dass die möglichst naturbelassen sind, nicht gespritzt. Die könnt ihr waschen und dann in einen Topf geben. In die Mitte gebe ich eine leere, feuerfeste Schale und rundherum bei den Rosenblättern kommt ein bisschen ein Wasser einfach rein. Deckel drauf, auf den Deckel, den umgedrehten Deckel, ein paar Eiswürfel und vorsichtig das Ganze erhitzen. Das sorgt dafür, dass das Kondenswasser auf dem Deckel möglichst schön in die Schale in die Mitte reintropft, damit ihr quasi das Rosenwasser erhaltet. Ja, das ist eine Methode. Es gibt wahrscheinlich auch andere bessere Methoden. Wenn das fertig ist, das Wasser quasi verdunstet ist, dann könnt ihr das Schälchen nehmen. Bei mir ist leider ein Rosenblatt mitten reingefallen, deswegen ist das auch so dunkel gefärbt. Ich weiß nicht, ob das klar wird, wenn man da drauf achtet. Das Ganze habe ich durch einen Kaffeefilter dann noch gesiebt in eine Flasche und ihr müsst halt aufpassen, es hält nicht sehr lange, wenn ihr da keinen Alkohol oder sonst was reingebt und könnt ihr dann verbrauchen. Ja, alles Liebe, Baba.